ist der reine ein einzige Western-Tag. Auch mit den Karl-May-Festspielen und ich als alter Old Shatterhand-Fan würde dann auch sehr gerne zur Wiedereröffnung kommen, wenn das alles klappt. Aber davor haben wir eine Menge Arbeit. Es ist, wie gesagt, nicht nur wegräumen, sondern es ist Neuplanen. Was ich sehr positiv finde, das möchte ich ausdrücklich sagen. Die Betreiber haben uns hier eine Ärmelaufkrempel-Mentalität vermittelt. Und ich finde, diese Mentalität gehört unterstützt und nicht blockiert. Und deswegen werden wir alles dafür tun, was im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten besteht, ist zu beschleunigen, dass hier nicht nur die Anwohner, aber vor allem der ganze südostbayerische Raum und vielleicht weit darüber hinaus die Attraktivität finden kann. Das ist unser Ziel. Und deswegen weniger Bürokratie, schnellere Genehmigung und Mittel, die helfen können, damit es hier vorangeht. Das ist unser Ziel. Und da werden wir uns einbringen, nicht nur heute, sondern begleiten.